Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich eine Last-Minute-Weihnachtsgeschenk-Idee. Ich habe da letztes Jahr schon mal ein ganz kurzes Video drüber gemacht. Und hier ist es jetzt mal etwas ausführlicher. Und zwar diese wunderschönen Handschuhe aus Stoffresten. Und das Video habe ich in Zusammenarbeit mit traumbeere.de gemacht. Da habe ich im Herbst diesen mega coolen Jacquard gekauft. Und das ist hier der Rest. Ich habe eine Emma draus genäht und ja, das ist eben so der Rest, der übrig geblieben ist. Und der reicht perfekt für ein paar Handschuhe. Und als erstes machst du dir eine Schablone von deiner Hand. Also einfach die Hand auflegen und einmal außen rum zeichnen. Und dann habe ich das Ganze auf den Stoff übertragen und ich konnte hier sogar das Reststück noch in der Mitte falten und habe dann immer gleich Vorder- und Rückseite vom Handschuh in einem zugeschnitten. Und hier kann man natürlich auch wunderbar die Stoffe kombinieren und ja, wie gesagt, die Handfläche aus einer anderen Farbe machen und außen dann einen anderen Stoffrest benutzen. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und so besonders kuschelige Stoffe sind natürlich richtig toll. Also Kuschelsweat oder vielleicht auch Vlies oder eben, wie gesagt, hier diese Jacquard-Stoffe. Jetzt geht es dann auch gleich schon ans Zusammennähen. Ja, natürlich, ne? Also zwei gegengleiche Teile rechts aufeinander legen und dann zusammennähen und unten natürlich den Eingriff offen lassen. Da kommt nämlich gleich ein Bündchen ran und da kannst du ein Fertigbündchen nehmen, so habe ich das jetzt gemacht, oder du nimmst eben den Rest von einem normalen Bündchenstoff und der wird dann nochmal gefaltet, ne? Das gucken wir uns gleich an. Also als erstes den Handschuh einmal umdrehen, sodass die rechte Seite außen ist. Und jetzt kommt es eben wirklich darauf an, was du als Bündchen benutzt. Bei diesen Fertigbündchen hier kann ich das wirklich relativ klein zuschneiden, weil es sehr, sehr, sehr elastisch ist. Bei richtigem Bündchenstoff mag das ein bisschen anders sein. Also da bitte ruhig mal ums Handgelenk legen und gucken, wie lang es zugeschnitten werden muss. Das Ganze natürlich zweimal, also ne, einmal für den rechten, einmal für den linken Handschuh und dann geht es weiter. Das Bündchen wird jetzt zum Kreis geschlossen und zusammengenäht und dann rechts auf rechts über den Handschuh gestülpt und unten festgenäht. Also ganz einfach eigentlich. Na, hier wieder darauf achten, dass die Nahtzugabe, die Naht eben an der Naht vom Handschuh liegt, damit das nachher auch schön aussieht. Ja, und dann einfach einmal annähen. So, und dann ist der Handschuh auch schon fertig. Meine Tipps und Tricks zum Nähen mit Strickstoffen verlinke ich dir hier oben nochmal. Ja, und jetzt ist eigentlich nur noch der Faden in die Naht zu ziehen. So mache ich das immer bei Overlocknähten. Und zwar einmal dort unten an der Naht, wo du jetzt das Bündchen an den Handschuh angenäht hast. Und dann habe ich es jetzt bei dem Bündchen hier nochmal am Ende, weil das ja ein Fertigbündchen ist und deswegen ist da oben noch der Rest vom Faden von der Overlocknaht vom Zusammennähen. Jo, und das war's auch schon. Und das geht so ratzfatz und man braucht wirklich wenig Stoff dafür und es ist richtig, richtig schön kuschelig und es ist auch ein wahnsinnig cooles Geschenk. Und man kann eigentlich fast zu jedem Outfit so passende Handschuhe machen. Ne? Ja, da wären wir mal ein bisschen dekadent, ne? Nein, aber ja, also ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachnähen. Und ja, also nochmal ganz lieben Dank an Traumbeere. Ich liebe die Stoffe wirklich. Die haben auch ganz viele Biostoffe mit drin. Und guckt da gerne mal nach. Ich gehe da sehr gerne shoppen. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Tragen oder auch Verschenken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder vielleicht sogar über ein Abo. genau, denn
Ich werde hier wieder regelmäßig Tipps und Tricks zum Nähen und natürlich auch ergänzende Anleitungen zu meinen Schnittmustern hochladen. Ansonsten wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest und eine tolle Vorweihnachtszeit und ich denke, wir sehen uns nochmal. Tschüss!